Hallo zusammen, bevor wir wieder in die wärmeren Gefilde gehen, neulich war Treibjagd und was habe ich ergattert? Jawohl, einen Wildhasen habe ich gekriegt. Die waren ja mal ziemlich rar, aber schaut euch mal dieses wunderschöne Wildhasenfilet an. Natürlich ist es nicht so einfach, an einen Wildhasen dran zu kommen. Ihr könnt natürlich auch das mit dem Stallhasen machen oder natürlich auch mit einem Hirsch oder mit einem Rehrücken. Okay? So weit, so gut. Und zwar auch dieses Gericht, das war das allererste Gericht, nachdem ich in die Lehre gekommen bin als Koch, was ich daheim für meine Eltern gekocht habe. Weil es einfach wahnsinnig schnell geht und saumäßig lecker ist. Leon, was wir noch brauchen, ist quasi einen Wellnessbereich. Steht. Ist der Ofen diesmal sinnvoll an? Ha? Ist der Ofen sinnvoll an? Der Ofen steht noch offen. Total sinnvoll an für meine Riefkoche. Okay. Ja? Ich brauche noch einen kleinen Teller, dass ich was warm stellen kann. Und dann können wir auch schon loslegen. So. Get a los. Wir aktivieren mit unserem Aktivator alles, was vier Beine hat. Oder ihr baut ihn wieder selber. 5 Teile Salz, 1 Teil Zucker. Drauf damit, lass es einen Moment stehen. Dann, schaut her, habe ich ein wunderschönes Sauerkraut. Da macht er mal ein bisschen was auf dem Sieb drauf. So. Dann macht ihr da die gleiche Menge Kartoffeln drauf. Machen wir hier quasi Sauerkraut-Reibekuchen, das passt halt super dazu. Dazu müsst ihr wissen, das hat natürlich auch einen Hintergrund, warum das Sauerkraut. Bei uns gibt es ein ganz seltsames Gericht, also für die meisten Menschen dieser Welt sehr seltsam, aber extrem lecker. Bei uns gibt es nämlich einen Feldhasen in einer weißen Essigsoße, ja, und dazu gibt es Sauerkraut und Nudeln. Also wirklich eine Kombination, die sehr ungewöhnlich ist. Für uns am ersten Weihnachtsfeiertag bei der Familie Marquardt ein Heiligtum, also bei meinen Eltern zu Hause, ne? Wenn nachher meine Brüder und ich da sind und wir sind mit unseren Familien, dann gibt es immer diesen sauer eingelegten Feldhasen in weißer Soße. Und so ein bisschen Hommage, natürlich anders, aber so ein bisschen Hommage an das. Hallo Teggy, schau her, das Ganze mischt ihr jetzt gleich einmal, solange es noch feucht ist. Ja, das Kraut ist feucht, die Kartoffeln sind feucht, mischt ihr das Ganze gut durch. Hier geben wir mal einen Löffel. So, schau her, und jetzt drückt ihr das Ganze einfach gut aus. Man braucht auch gar nicht mehr großartig würzen, ja, weil das Sauerkraut so einen geilen Geschmack mitbringt, von der Säure her, von der Würzung her, vom Salz her. Das ist einfach wirklich großartig. Also machen wir da wirklich nicht mehr großartig was hin. So, ausdrücken, dass es schön trocken ist. Und das Ganze lasst ihr jetzt aber einen Moment stehen. Warum, zeige ich euch gleich. Weil wir natürlich die Stärke da drin brauchen. Okay, dann geht ihr her, schneidet eure Champignons und zwar relativ grob. Einen hebt ihr wieder auf. Diejenigen, die öfter mal zuschauen, die wissen, dass ich auch rohe Champignons sehr, sehr gerne mag. Hebt ihr also ein bisschen was auf. Den Rest tut ihr einfach richtig grob vierteln. So.
Schau mal jetzt da drauf, dann kann man hier nämlich richtig gut sehen, es wird richtig feucht, ja, die Gewürze gehen rein, also ja, innen drin wird das freie Wasser abgeschmeckt, außenrum wird es natürlich leicht feucht, aber es schmeckt halt dann wirklich durch und durch, wenn ihr vorher das Ganze natürlich würzt. Okay, dann würzen wir unser Champignon. Wir können schon mal unsere Pfanne temperieren, mittlere Hitze. Jawohl, könnt ruhig auf 9 gehen, könnt ruhig Power machen. Champignons, alles aus dem Boden, schön aktivieren. Auch hier wieder 5 Teile Salz, 1 Teil Zucker. Gut durchmischen. Schalotte. Schneiden wir einfach so Ringe runter. Nicht zu fein, lass ruhig so 2-3 mm könnt ihr die Scheiben ruhig lassen. Ne? Ja, Jackie, ist nichts für dich. Nein, nein, nein. So, gehen wir mal rüber. Pflanzöl in die Pfanne. Legt euer Fleisch ein. Hier könnt ihr mir jetzt natürlich noch ein bisschen Thymian dazu machen. Vielleicht ein bisschen Rosmarin dazu machen. Ein paar Wacholderbeeren dazu machen. Aber ganz ehrlich, das Ganze geht unter, weil unsere Soße was völlig anderes wird. Ja? Die Soße wird wirklich völlig untypisch, wie man das normal macht. Das ist jetzt quasi eine Soße. Wie soll ich jetzt gewaltfrei ausdrücken? Das ist eine Soße, die ruckzuck geht für jedermann. Also da muss man jetzt wirklich kein Profi sein. Ich weiß, ihr seid nur Profis da draußen. So, jetzt brate ich das Ganze an, dass es leicht Farbe hat. Ihr könnt schon mal hergehen. Ihr könnt die Champignons mit reinschmeißen, dass die schon mal braten. Zwiebeln mit reinschmeißen. Kann ruhig schön parallel braten. Ein paar Zwiebelchen. Schön Farbe drauf geben. Ich sag mal, bei dieser Stärke, egal was ihr jetzt habt, ne, sag ich mal, wenn du das jetzt von jeder Minute so 1,5 Minuten, vielleicht ja, maximal 1,5, eine Minute bis 1,5 bei einer guten Hitze, ja, dass wirklich gebraten wird und nicht so langsam vor sich hin zieht, dann kriegt ihr außen so eine Hitze drauf, im äußeren Bereich, ich sag jetzt einfach mal, die äußeren 5 bis 7 mm kriegt ihr wirklich eine super geile Hitze drauf und deswegen auch dann hier der Wellnessbereich, der ist natürlich nicht warm, ja, sondern der steht einfach neben dran und das schmeißt ihr einfach, das was ihr hier anbratet, das speichert ja quasi die Hitze, macht ihr da rein, Deckel drauf und dann zieht es auf den Punkt weiter, okay? Ganz simpel, ganz einfach. So, ich glaube, damit können wir leben. 30 Sekunden machen wir noch. Wunderbar. Jetzt, wie gesagt, ab in den Wellnessbereich, rein damit, alles schön aufeinander legen. Leon, schau da auch noch mal rein, dass man sieht, dass es wirklich kompakt liegt. Wenn man natürlich mehr hat, ist es wesentlich einfacher. Und sofort Deckel drauf, dass es wirklich schön die Hitze hält. Okay, und jetzt gehen wir her. Ich guck mal her. Jetzt haben wir unseren Gießen wir das ab und jetzt siehst du, haben wir da unten drin die Stärke von der Kartoffel. Ja? Und das brauchen wir natürlich für unsere Bindung. Das lassen wir rein. Machen das hier rein.
mischen das mit der Stärke. Ein bisschen Pfeffer. Ganz wenig Aktivator, ganz wenig. Wie gesagt, das hat schon eine wirklich tolle Würze. Und dann machen wir drüben gleich weiter in derselben Pfanne. Kurz ein bisschen zur Seite. Pflanzenöl rein. Das ist fast zu heiß geworden. Wenn es vielleicht zu heiß wird, schwenkt das einfach kurz aus. So, dann wieder drauf. Pfanne bleibt ja heiß. Öl rein. So, und nur für euch, ne? Ja. Schönes Herzerl. Dann drückt ihr da. Ja, geben wir mal einen kleineren. Gib mir die Temperatur ein bisschen runter. Dankeschön. So, ein bisschen glatt drücken. Rausdrücken. Der Ring wird heiß, ist logisch, ne? Hoppala. Der Ring wird sau heiß. Ich kann mir das schöne Herz gar nicht mehr richtig erkennen. Ne? Ach, der Wille zählt. Ha? Der Wille zählt. Der Wille zählt. So, pass auf. Machen wir es ganz einfach. Wir gehen mal rüber auf unser Arbeitsbrett. Macht euer Herz noch mal ein bisschen kälter. Und dann bereitet ihr das nämlich einfach wunderschön vor. Schön reindrücken. Wo ist mein kleiner Löffel hingekommen? Ja. Drückt es richtig schön an. Besser ja, ne? Ja. So. Leute, was meint ihr, da geht ihr durch die Decke, wenn ihr euren Lieben daheim Herzchenreibekuchen serviert. Boah, da übertreffe ich mich ja selbst. Schau doch mal diese wunderschönen Herzenformen an. Und jetzt ab damit in die Pfanne. Jetzt einfach von beiden Seiten an, raus damit auf den Teller, weil ich möchte natürlich auch vermeiden, dass ich jetzt 100.000 Töpfe brauche, sondern dass ich wirklich alles, was ich noch brauche, in dieser Pfanne fertig mache. Okay? Also, lass mich kurz anbraten. Ich gebe die Temperatur wieder ein bisschen nach oben. Ihr habt euren Ofen temperiert. Ich sage jetzt mal, es geht auf 120 Grad. Ja, das reicht aus. Leon, von dir brauche ich noch einen Teller. Der ist schon da. Bin schon da. Okay. Dankeschön. Aufpassen, wenn ihr mit Metall in eure Teflonpfanne reingeht, logischerweise. Oh,
Auch wie geil das nach Kraut riecht, oder? Ja. So, und vom Verhältnis, ne, Krautkartoffeln macht er ungefähr 1 zu 1. So, raus aus der Pfanne. Das lassen wir schön im Ofen unten fertig garen. Was ihr da natürlich auch noch mit reinmachen könnt, ein bisschen geriebene Zwiebel passt da auch noch ganz geil dazu. Okay, jetzt haben wir unsere Pfanne. Ja. Ein bisschen blöd ist, dass wir das jetzt, was jetzt so heiß war, ausgeschwenkt haben. Und ansonsten hast du nämlich noch das Brataroma von den Pilzen und vom Fleisch ein bisschen drin. Und jetzt geht ihr einfach her, löscht eure Pfanne ab. Einmal mit Portwein. Dann mit dunklem Balsamico. Lass das Ganze einkochen. Ganz simpel, wirklich. Simpel. Schaut her, dass es doch ein bisschen zähflüssig wird. Hinter nicht. Ja, nicht tiefer machen. So. Dann geht ihr hier, macht dann einen Löffel Preiselbeeren rein. Brauchen wir mal einen Löffel. Dankeschön. Einfach einen guten Löffel Preiselbeeren. Sahne. Pfeffer, eine Prise Salz und das war's. Leute, ihr müsst zugeben, das ist jetzt mal keine große Hexerei und ich verspreche euch eine affengeile Soße mit null Aufwand. Und gerade zum Wild passt es wirklich sensationell. Aufkochen, ein bisschen einkochen, ein bisschen sämig kochen. Probieren wir gleich nochmal. Mein Ofen aus oder was? Nee. Leute, ich verspreche euch, das ist genial. Ja? Prise Salz, Prise Pfeffer, that's it. Pass mal auf, dass du nicht deinen Hase mitkochst auf dem Feld. Nein, nein, alles kalt. Auf dem Feld steht, ne? Aber wenn man überlegt, das ist ja jetzt wirklich nicht auf der Hitze, ne? Ich kann es ja wirklich auf die Hand stellen. Fass mal den Topf an, wie warm der wird. Ja. Ja? Also das ist doch unglaublich. Ja. So, ihr kocht jetzt eure Soße ein, bis sie passt. Okay. Dann ist da ja ein bisschen Saft rausgelaufen von dem Hase, kann man das erkennen? Ja. Das gießt ihr dann da rein. Soße, kleine Flamme. Und dann können wir loslegen. Ja, dann brauchen wir ein bisschen Petersilie von dir. Eher schön oder hackst du sie? Ich schneide sie klein. Und dann eine schöne brauchen. Ich würde jetzt mal sagen, Leute, Temperatur, es ist gut warm. Wir lassen es jetzt einfach in unseren Wellnessbereich. Da könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, zum Beispiel auch noch ein bisschen Butter reinmachen. Ja, in unseren Wellnessbereich und hauen da nochmal Dampf drauf, dass es nochmal heiß ist. Ja, da schmeißt ihr die Petersilie dazu. Öl braucht ihr keins mehr rein, das reicht vollkommen aus, was ihr am Anfang drin hattet. Jetzt geht er her, nochmal einen Löffel her. Macht einen schönen Sodenspiegel. Das sieht sehr geil aus, die Soße. Schon, oder? Weißen Teller wäre jetzt natürlich noch der Hammer. Haben die gar nicht, gell? Ha? Haben die gar nicht, gell? Aber ich gekauft. Wir hatten lebenslänglich weiße Teller bis jetzt. Das sind einfach mal die dunklen dran. Ich glaube, den Leuten ist es egal. Dann schaut her, das ist jetzt einfach da reingemacht. Das geht auch wunderbar einfach in diesem Wellnessbereich. So, fertig ist der Lack. Ich
Ich habe es kurz umgedreht, das Filet, das von der anderen Seite auch nochmal Hitze kriegt. Jetzt holen wir unser Herzteil raus. Mal. Das ist halt, das kannst du fast wirklich unter Ruckzuckgericht abhaken. Und jetzt schau dir mal an, wie geil, ohne dass man, du musst nicht mal wissen, wie sowas funktioniert. Du hast es gesehen, ist total simpel, wie geil unser Hase jetzt auf den Punkt gebraten ist. Na, schau dir das mal an. Und das macht doch wirklich richtig Spaß, oder? Nein, was sagst du? Sieht sehr lecker aus. Klar, ne? Den Petersilie ist jetzt platt gemacht, wie ich den rausgesucht habe. Habe ich platt gemacht? Ja. Zeig mal, ja. Jetzt macht ihr da eure Champignons oben drüber. Und wie gesagt, ich liebe rohe Champignons. Leon, du machst das Blättchen drauf. Ein paar frische Champignons oben drüber. Et voilà! So Leute, Sauerkrautrösti mit Feldsalat und ich sage jetzt einfach mal mit Preiselbeersahnesoße. Gutes Gelingen, viel Spaß, macht das mal, bin gespannt, wie es euch gelingt. Ich meine, einfach ist es auf jeden Fall. Schenkt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gut gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Dankeschön.